Ja, und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Weiter geht's mit den NCPD-Aufträgen. Und ich würde sagen, wir hacken hier mal ein bisschen rum. Ich würde gerne Cyberpsychose kurz noch machen. Andererseits. Manchmal finde ich es weird, dass man da nicht. Einer lebt auf jeden Fall noch. Aber das war's. Schön. Ich wollte sagen, manchmal finde ich es weird, wenn man auf dieser Sicht ist, dass man nicht hereinzoomen kann, wenn man zu nah an einem Objekt ist. Ich finde, das hätten sie irgendwie anders machen sollen. Oder verbessern mal. Was ziemlich nervig ist. Aber gut. Wahrscheinlich werde ich da der Einzige, der daran meckert. Ihr wisst, ich muss das tun. Wenn es was zum Explodieren gibt, dann muss ich das tun. Ah, das war der Netrun, glaube ich. Der uns da hacken wollte. Okay, das gibt's noch, einen Computer. Und da drüben ist das, was sie brauchen. Hey, ich habe ein Problem. Anverschlüsselt und gelöscht. Wenn du bis hierhin gelesen hast, ist es schon zu spät, dein Neural. Ah. Nicht so wichtig, bloß Spam. Auftragskiller La China an Alan Ver. Ziel Alejandro Gaver, Arroyo Olivia Street. Alan, ich weiß, dass du Alejandro Gaver für mich umlegst. Hab herausgefunden, dass der Pisse mit Militech in die Kiste steckt. Statuier ein Exempel an ihm für alle anderen, die meinen, mich ungestraft verraten zu können. Hör mal, ich bin raus. Für immer. Keine Aufträge mehr für dich. Du sollst dir gut überlegen, ob du es dir mit mir verscherzen willst. Du verdankst mir alles, was du hast. Ich kann dir das auch alles wieder wegnehmen. Ich wusste, dass du das nicht verstehen willst. Tschüss. So viel Musik hier überall. Mission Dam. Hey, in Pazifika war gerade die Hölle los. Ich glaube, hier können wir gut was einsacken. Ich schicke dir die Adresse. Fuck, die lebt noch. Was machen wir mit der? Sieht aus wie eine scheiß Konzernsoldatin. Lassen wir die Finger davon? Wart mal kurz. Bin gleich da.
gibt's auch wieder irgendwie einen Hintergrund, den wir auf die Spur gehen können. Wahrscheinlich diesmal nicht. Scheint zumindest nicht so. Aber das können wir noch hacken hier. Beziehungsweise verlinken wir uns damit, um ein bisschen Money abzusahnen. Ah shit, was mache ich da? Naja. Hab da gerade was Falsches im Kopf gehabt, um das zu hacken. Auf jeden Fall war es das hier schon wieder. Ich glaube, wir kommen eigentlich gut durch diese ganzen NCBD-Aufträge durch mittlerweile. Ups. Jetzt gibt es das hier drüben noch. Und dann war es das in dem Gebiet zumindest. Hier vorne gibt es noch was. Oh ja, da gibt es sowieso noch ganz viel. Und dann wie hier gesagt, hier hinten. Mal schauen, ein Level. Aufstieg haben wir auch noch. Könnten wir also gleich auch noch in Angriff nehmen. Aber erstmal jetzt dahin. Grand Imperial. Kann man da eigentlich wieder rein oder ist das jetzt zu? Lächerlich. Oh, das sieht nach ein bisschen was größerem aus. Suspected organized crime activity reported around Eden Beach Mega Ride. Stanislaus Zabisco likely at the scene. Perp is a known captain among scavengers with multiple smuggling priors. City officials have a reward on offer for neutralizing Zabisco and his group. Okay, Neutralisierung, das ist schon mal gut. So, ich will ganz kurz hier mal schauen, was hier eigentlich steht. Ich glaube, es sind immer so News, die zu unseren Taten ein bisschen was zu sagen haben. Es sind schon ein bisschen mehr Leute. Das können wir zuerst mal umpolen. Da machen wir eine Selbstpsychose draus. Das lassen wir überlasten. Und lassen den mal. Ja, aber gerade für uns, das ist gut. Kann man wieder hacken. Jetzt ein bisschen XP. Ich weiß, die werden gleich abgedeckt, aber das ist gerade egal. Okay, das hat nicht ganz so gut geklappt. Wir haben auf jeden Fall hier noch einen... Oh shit, oh, Neustart.
Wir haben auf jeden Fall noch jemanden, der uns hacken kann hier. Durch die Kameras können die Leute uns ja hacken. Habe ich mal nachgelesen. Ganz kurz verlinken wir hier uns mit dem Automaten. Sieben BD. Ah shit. Doch. Perfekt. Und dann kann man da auch noch hoch. Um uns damit hier zu verlinken. Ich weiß, wir sind eben noch im Kampf. Aber die Zeit lasse ich mir gerade kurz mal. Sehr gut. Und jetzt bloß Munition. Und ein PC. Und dann schauen wir uns auch gleich an. BD-Sina. Okay, das können wir leider nicht machen, schade. Keine Ahnung, wo der hin ist. Ein Kettenbrief. Unwichtig. Schmeiß mal eine Granate noch da hinten. Nimmt das. Ich glaube, das waren alle. Also, ich glaube, mit der kann man fahren, wenn ich richtig bin. Mit dem Riesenrad hier leider nicht mehr. Da müssen wir auf jeden Fall irgendwann mal ausprobieren. Vielleicht geht das ja sogar mit Judy oder mit Panem. Mal schauen. Noch ein PC? Hätte das alles natürlich auch wieder leise machen können. Haben wir auch halbwegs.
noch mehr Money zum Abzahlen, das hätte ich. Oder Komponente, je nachdem. Das war doof. Oder auch nicht. Schön. Gespräch mit Stanislaus Zybyskio an 24 Empfänger. Vorab, das hier muss geheim bleiben. Also Klappe zu, klar. Die Animals haben sich auf Gosse gestürzt und alle heiligen Implantate geklaut, die er für die Tages transportieren sollte. Mitleid ist übrigens nicht nötig. Der Mann war zwar ein guter Chum, aber hat sich am Ende zu viel rausgenommen. Die Tigers werden die Scharade glauben. Goose ist nämlich tot. Aber wehe einer von euch. Saftsäcken zwitscherte er nur ein Wort oder stolziert mit den Implantaten herum. Die ganze Ladung geht ins Mutterland. Klar? Sorry, ich kann keinen guten russischen oder... ja. Osteuropäischen Akzent. Nachmachen. Wäre jetzt da passend gewesen, aber ja. Leider bin ich da ziemlich schlecht drin. Und jetzt die Frage, gibt es nochmal was? Also finden wir die Implantate vielleicht irgendwo? Wäre noch schön, wenn das der Fall wäre. Aber auf jeden Fall wieder viel Geld. Wir haben schon wieder 700.000. Dabei habe ich ja ziemlich viel ausgegeben für... oh, geil! Hätten wir es nicht so ablenken können. Ist leider ziemlich schrott. Schade. Wäre bestimmt cool gewesen, wenn man den Fahrer nicht hätte können. Ich hab gerade bemerkt, da hinten war doch ein PC oder nicht. Da. Dateien. Ergebnis der heutigen Jagd. Kann ich noch ein paar Implantate. Hätte mein Leben. Anschukmiagmar Syrechin. Was? War leider unnötig, das anzuschauen. Naja. Aber wir haben hier aufgeräumt, sehr gut. Wieder was von der Liste gestrichen. Ah, die habe ich schon gehackt. Sieht schon schön aus hier. Also. Schön im übersinnlichen Sinne, sag ich's mal so. Gibt's hier sonst noch was? Ein Auftrag, ein Cyberpsychos-Attacke. Die zwei Dinge könnten wir eigentlich noch machen. Ich meine, wir sind in der Nähe. Why not? Right? Right. Und Cyberpsychos sind ja nie gut.
Doch, man könnte noch mal rein. Okay, spannend. Schauen wir vielleicht mal später an. Was seid ihr wieder? Scavengers. Ich liebe diese schallgedämpfte Pistole, ehrlich gesagt. Ist jetzt da irgendwo unten? Was seid ihr? Aus Scavengers. Ach man, ich lass mich so schnell ablenken. Es ist einfach schrecklich mit mir. Unten ist was drin. Geht halt echt gar nicht. Das ist ein Koffer, der leider leer ist. Ist da oben nicht jemand drauf? Okay, der ist aber runtergekommen. Naja. Near the gym, there's this walkway where people are falling off the map. Find out what's going on. Just don't disappear yourself. Ist gut. Obdachlose, keine Reaktion, kein Puls, von großkalibriger Munition getroffen, wahrscheinlich von einem Geschütz. Habt ihr was gesehen? Oh shit. Warte kurz, ich muss nachladen. Oh ne, ich hätte ihn vielleicht leben lassen können. Kommt nicht immer zu spät in den Sinn. Das wäre wahrscheinlich besser, wenn man die leben lässt. Doof. Doof, doof, doof. Ich gebe auf jeden Fall noch ein paar PCs zum Hacken.
warst du eigentlich? Ben de Ballion, Voodoo Boys. Und hat hier ein paar Max gehabt. Es reicht, wenn man die Musik spielt. Lass mal schauen. Nachrichten. Ich steck voll in der Scheiße. Von Spaceboy 66 an William S. Bradley. Hey, ich hab Scheiße gebaut. Wollte diesen Penner, den ich angehört habe, die Bene verbrutzeln. Keine Zeugen und so. Und ich wollte nicht die Unmecknen daran, die der haben wollte. Aber der hatte defensives Chrom und hat überlebt und mich voll fertig gemacht. Dann ist Netwatch aufgetaucht und die Party ging richtig los. Und ich bin gerade rechtzeitig aus dem Net, bevor die mich gegrillt haben. Perfekte Scheiße, ey. Hab mich. Du weißt schon wo, verkrochen. Und mein Hirn macht Gymnastik in meinem Schädel. Ich sehe überall Scares, aber ich weiß nicht, ob die echt hier sind oder nicht. Muss mir irgendwie helfen, Mann, bitte. Jobangebot von Spaceboy an Eagle Eye Inc. Hab von einem Kumpel gehört, dass du im Bereich Aufklärung und Risikobeurteilung unterwegs bist. Kann ich mit dir rechnen? Hat dein Kumpel dir auch gesagt, wie viel meine Dienste kosten? Für die GIM nehme ich das Doppelte. Scheiße, das ist echt unverschämt, aber okay. Wir treffen uns morgen früh bei dir. Das waren wahrscheinlich die beiden, die hier drin waren. Und ich habe gerade gesehen, da gibt es noch mehr zum Looten, was ich nicht gelootet habe. Geht natürlich überhaupt nicht. Nice. Locken die mir. Ist auch was. Leider ist es immer zu verlockend. Und die können wir alle ausschalten. Dann gibt es ein bisschen XP. Für zum Leveln. Ich weiß, dass ich mir auch selber damit weh tue, aber... Man braucht es einfach manchmal. Bisschen Zerstörung und so, ihr wisst schon. Echt schön hier. Mit dem Strand und so. Bewohner. Ein bisschen trainieren. Aber gut, ich würde sagen, das war's wieder mit dieser Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. I got you. In 2077 they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else.
Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.